Willkommen zurück zum Videolernzyklus zum Arbeitsblatt Quadratische Gleichungen. In diesem Video lernst du nun die große Lösungsformel für quadratische Gleichungen kennen. Und hier steht nun, die Lösungen der quadratischen Gleichung a mal x hoch 2 plus b mal x plus c ist gleich 0 sind, und hier ist nun die sogenannte große Lösungsformel angegeben. Wir haben ja die kleine Lösungsformel schon kennengelernt und diese hat uns bereits geholfen, sehr viele quadratische Gleichungen zu lösen. Dann haben wir im letzten Video gelernt, dass manche quadratische Gleichungen einen sogenannten Leitkoeffizienten haben. Das heißt, das ist jener Koeffizient, der hier mit dem x hoch 2 multipliziert wird. Also in dem Fall hier das a mal x hoch 2. Und wenn eine quadratische Gleichung nun so einen Leitkoeffizienten hat, dann haben wir zwei Möglichkeiten, um diese quadratische Gleichung zu lösen, also um die Lösungen zu finden. Die erste Möglichkeit haben wir im letzten Video kennengelernt. Das ist das sogenannte Normieren. Das heißt, wir dividieren die gesamte Gleichung durch a, durch den Leitkoeffizienten, und bekommen somit die quadratische Gleichung in der Form x hoch 2 plus p mal x plus q ist gleich 0. Das heißt, beim x ist kein Faktor, beim x hoch 2 ist kein Faktor mehr dabei. Also es gibt keinen Leitkoeffizienten. Die zweite Möglichkeit, wie wir eine solche quadratische Gleichung lösen können, ist die sogenannte große Lösungsformel. Diese berücksichtigt nämlich den Leitkoeffizienten, also den Faktor, der hier mit x hoch 2 multipliziert wird. Und wir können die quadratische Gleichung dann direkt lösen und müssen nicht vorher normieren. Und dazu haben wir auch gleich eine Aufgabenstellung, nämlich wir sollen die Lösungen der quadratischen Gleichung 4 mal x hoch 2 minus 16 mal x minus 9 ist gleich 0 mit der großen Lösungsformel berechnen. Versuch das bitte zunächst wieder selbstständig und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann wieder gemeinsam über die Lösung sprechen. Gut, also wir wollen nun die quadratische Gleichung 4 mal x hoch 2 minus 16 mal x minus 9 ist gleich 0 mit Hilfe der großen Lösungsformel berechnen. Das heißt, wir müssen uns zuerst überlegen, welche Werte wir hier für die Koeffizienten a, b und c überhaupt haben. Für diese quadratische Gleichung wäre das a gleich 4, unser b ist gleich minus 16 und unser c ist gleich minus 9. Nun können wir die Werte für unsere Koeffizienten in die große Lösungsformel einsetzen und damit erhalten wir x1, 2 ist gleich großer Bruchstrich, hier 16 plus minus Wurzel aus 256 plus 144, das Ganze unter die Wurzel, durch 8. Das ist dasselbe wie 16 plus minus 20 durch 8. Und somit erhalten wir für unsere erste Lösung x1, also wir setzen hier wieder das Plus ein, dann erhalten wir 16 plus 20 durch 8, also insgesamt dann 36 durch 8, und das ist dasselbe wie 9 halbe. Für unsere zweite Lösung x2 wählen wir hier nun das Minus, das heißt x2 ist gleich 16 minus 20 durch 8. Das heißt, wir erhalten dann insgesamt minus 4 durch 8, also minus 1/2. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.